Die kunstwissenschaftliche Analyse. Wir betrachten heute eines der früheren Werke der Künstlerin Milei Cyrus. Lässig lehnt sich die Künstlerin an eine rote Kiste, hat dabei ein rotes Mikrofon in der Hand. Ihr Name prangert in der Mitte des Bildes, geziert von einem Stern. Die Farbe Rot dominiert das Bild. In Kombination mit weißer Schrift wirkt es hier wie ein Warnschild. Rot steht für die Liebe, aber auch für Erotik. Die eine Hand um das Mikrofon geschlossen, hält sie es an ihren Mund. Die andere liegt zwischen ihren Beinen. Uns wird sofort klar, hier handelt es sich um Fellatio und Masturbation. Ein silberner Paillettenschal fällt ihr in den Schoß und streift ihren Schritt. Ein silberner Stern ist außerdem in der Mitte ihres Namens. Silber gilt in den meisten Märchen und Sagen als einziges Mittel, um Werwölfe und andere mythische Ungeheuer zu töten. Rot als Symbol für Erotik, Farbe der Sünde, des Satans. Rot in Kombination mit Weiß, eine Warnung. Silber, der Schutz vor Ungeheuern. Nun wird uns klar, wovor die Künstlerin warnen und vielleicht auch schützen will. Vor ihrer eigenen Libido. Sie porträtiert sich hier selbst als ein sexueller Dämon. Sie ist der Succubus. Eine beängstigende Vision einer Erotik-Hölle von Milei Cyrus.